Wenn man eingeladen wird bei einer Person und man weiß nicht genau, ob das Essen halal ist, wie sollte man hier reagieren? Jeder weiß, zu wem er hingeht. Zum Beispiel, ich weiß, diese Person achten nicht so auf Halal und Haram. Hier isst man nur von den Sachen, die nicht mit Fleisch und Geflügel sind. Okay? Wenn man weiß, dass diese Leute nicht richtig praktizieren, kaum praktizieren, nicht auf Halal und Haram achten. Aber wenn du jetzt zu einem Bruder von der Moschee, wo du weißt, er praktiziert seine Religion, dann iss und sag Bismillah. Denn der Prophet sallam sagte, die Überlieferung ist bei Imam Ahmed, wer in das Haus seines Bruders hereinkommt, soll weder nach dem Essen noch nach dem Trinken fragen. In seines Bruders. Aber natürlich damals, als der Prophet sallam gesprochen hat, hat er über welche Leute gesprochen? Die praktizierend waren. Na, heutzutage, du kommst zu Leuten, die haben ihr Fleisch von Kaufland, von Lidl, vom Supermarkt. Ja? Ich meine nicht nur das Fleisch, sondern ob er das Geld, womit er das gekauft hat, halal ist oder nicht. Also nein, wenn du es nicht weißt, dann kannst du dort essen gehen, wie in Latala. Selbst wenn sein Geld von Zinsen erworben worden sind. Imam Ahmad rahmatullah alayh berichtet von Abdullah ibn Mas'ud radiallahu an, dass Leute zu ihm kamen und sie sagten zu ihm, ja, Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud ist Abu Abdurrahman, sie sagten zu ihm, wir haben einen Nachbar, der ein Jude ist und er lädt uns zum Essen ein, während er von Zinsen sein Vermögen bekommt. Dürfen wir bei ihm essen? So sagte Abdullah ibn Mas'ud, das ist euer Genuss und seine Sünde. Das ist euer Genuss und seine Sünde. Aber man soll bevorzugen, da nicht zu essen, wenn man weiß, einer verdient sein Geld mit Zinsen, dass es nur Haram ist. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.